Liebe werdende Eltern, herzlich willkommen zu Ihrer Geburt im Familienzentrum der Havelland-Kliniken. Eltern, die es besonders eilig haben, können gleich hier unten rechts parken. Und wenn es nicht so eilig ist, bekommen Sie von uns Hebammen oben im Kreissaal den Storchenparkplatzausweis. Damit können Sie während Ihrer gesamten Zeit bei uns kostenfrei parken. Und jetzt nehme ich Sie mit zur Kreissaalführung. Schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie angerufen haben, bevor Sie losgefahren sind. Wir kennen uns von der telefonischen Kurzanmeldung in der 12. Schwangerschaftswoche und auch aus der hebammengeleiteten Anmeldesprechstunde in der 30. Schwangerschaftswoche. Wir gehen einmal ins Vorwehenzimmer und wir schauen einmal, was bei Ihnen gerade so los ist. Als erstes legen wir bei Ihnen ein CTG an. Wir gucken, wie sind die Herztöne des Kindes und wie sind Ihre Wehen. Wir messen natürlich auch Ihren Blutdruck und Ihren Puls und Ihre Temperatur. Wir untersuchen Sie und wir haben gegebenenfalls auch noch einen Moment Zeit für einen weiteren Ultraschall. Und während Sie hier ankommen, dürfen Sie die ganze Zeit auch essen und trinken. Und es gibt eine Kaffee-Flatrate für die Väter. Sie sind in der späten Eröffnungsphase angekommen und vielleicht auch der Austreibungsphase schon ganz nah. Und wir wissen, dass Wehen wehtun und deswegen unterstützen und begleiten wir Sie gern in Ihrer Wehentätigkeit und in Ihrer Wehenarbeit. Wir haben die Möglichkeit einer Akupunktur, wir können Ihnen auch ein Taping-Pflaster setzen, wir können Ihnen einen Wehentee kochen und wenn Sie Lust haben auf eine Massage mit dem Igelball oder wenn Sie Lust haben auf ein warmes Entspannungsbad, dann können wir das auch alles hier nutzen. Und mit dem mobilen CTG, mit dem Sie eigentlich nur noch zwei kleine Schallköpfe auf dem Bauch haben, die machen alles mit. Falls Sie ein Schmerzmittel wünschen, in dieser Phase der Geburt empfehle ich Ihnen eine Schmerzinfusion. Dann haben wir später noch die lokale Beckenbodenbetäubung oder die PDA zur Verfügung. Wir Ärzte, wir rücken in unserem hebammengeführten Kreißsaal doch sehr in den Hintergrund. Nur wenn bei dem Erstgespräch sich herausstellt, dass es wirklich eine medizinische Indikation dazu gibt, dass es einen Arztkontakt geben muss, dann werden wir durch die Hebammen zu Rate gezogen. Wir sind das Sicherheitsnetz für die Geburtshilfe vor Ort, um für den Fall der Fälle immer da zu sein, wenn wir vonnöten sind. Wir treten aber nur dann in den Vordergrund, wenn wir auch wirklich gebraucht werden. Das ist unser Konzept, mit dem wir sehr gut ankommen und das die Frauen auch wirklich sehr schätzen. Eine Geburt ist ein natürlicher Vorgang. Eine Geburt bräuchte theoretisch keine ärztliche Versorgung, aber wir wollen die medizinische Unterstützung anbieten, wenn es dann nötig sein sollte. Eine Geburt ist etwas sehr Privates. Es ist ein Moment, der im kleinen Kreis einer Familie gelebt werden sollte. Wir versuchen ganz individuell auf die Familien einzugehen und versuchen eigentlich nicht zu stören als Arzt. Der Moment der Geburt ist einmalig. Den erlebt man vielleicht nur einmal im Leben. Ich darf dabei sein, ich darf Zuschauer sein, ich darf Unterstützerin sein, helfen so gut es geht und die Hand halten, wenn nötig. Und natürlich auch für uns Ärzte ist es jedes Mal wieder spannend und sehr schön zu erleben, wenn die Familien dann ihre Kinder in die Arme gelegt bekommen. Wenn die Babys dann da sind, dann sind wir zum einen im Kreißsaal natürlich mindestens 2 Stunden da und unterstützen, aber auch auf Wochenstation die ersten 1-2 Tage oder nach einem Kaiserschnitt die ersten 4 Tage vielleicht. Da sind wir dann für Mama und auch das Neugeborene da. Die ersten 1-2 Stunden mit Ihrem Baby gehören ganz Ihnen. Wir helfen Ihnen beim ersten Stillen und erst danach machen wir gemeinsam hier unter der Wärmelampe die U1. Und im weiteren Verlauf verlegen wir Sie auf die Station ins Familienzentrum.
Auf Station haben wir die Kinderkrankenschwestern, die dann in den ersten Tagen hier zur Verfügung stehen und unterstützen. Die Krankenschwestern oben auf Station, die für die Muttis da sind. Aber auch da wieder wir Hebammen, die die Hebammenvisite durchführen. Und auch die Kinderärzte sind 24 Stunden da für uns. Wir sehen uns als das Krankenhaus, das die Familien aus dem Havelland kompetent versorgen wird. Der Charme des Hauses ist, dass wir ein sehr kleines, familiäres Haus sind. Bei uns steht die 1:1-Betreuung ganz oben. Wenn Sie bei uns im Familienzentrum der Havelland-Kliniken selbstbestimmt, natürlich und in Sicherheit Ihr Baby bekommen möchten, sind wir gerne für Sie da. Rufen Sie uns an oder drücken Sie den Button Geburtsanmeldung auf unserer Internetseite. Alles Gute für Sie!